Leute, unser Upgrade-Tempo ist im Moment gut, aber wir sollten uns steigern, wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen. Hier ist der Bericht. Das schaut doch schon ganz gut aus. Wir sind auf jeden Fall gut im Kommen. Aber da steht, wir fallen zurück, du solltest das Problem in Angriff nehmen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum dritten Rennwochenende hier bei Formel 1 2016. Wir starten den Grand Prix in China. Und ich bin schon sehr gespannt. Schwierigkeit Mittel. Wir sind in Rivalität, so. Gestern kam keine Testfahrt, das hat den Grund gehabt, da ich zeitlich keine Zeit habe. Dazu kam auch das UEP, also das UEP, das UP, wie ich es auch nenne. Und das wird wahrscheinlich in nächster Zeit immer mal kommen, aber nur dann, wenn ich nicht die Zeit dazu finde. Also so immer mal zwischendurch eine kleine Information an euch, was denn gerade so Sache ist. So, wir gehen sofort zum Training. Gucken wir doch mal. Dieses Wochenende sind wir in Shanghai für den großen Preis von China. Los geht's heute mit dem Training. Ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer aus aller Welt und an meinen Kollegen neben mir. Wartest du auch schon gespannt auf dieses Rennen? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich jedes Mal, die Rennautos auf der Strecke zu sehen. Es werden nicht alle sofort an ihre Grenzen gehen. Ich weiß, dass ein oder zwei Teams sich mehr der Aerodynamik widmen werden. Und das braucht meistens etwas Zeit. Doch später in der Session wird es auf jeden Fall noch interessant zu sehen, was für eine Leistungszunahme möglich ist. Okay. Session Info. Geht zur Strecke. Guck uns mal die Informationen. Gut. Wir gehen einfach mal auf die Strecke. Ich möchte rausfahren. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Gut. Geht es links oder rechts? Rechts. Okay, da gucken wir doch mal. Wie fühlt sich das Auto an? Komm ruhig rein, um die Einstellungen zu ändern. Dafür ist das Training ja da. Wir wollen schnell sein. Aber auch sicher und konstant fahren. Lass uns da ein Gleichgewicht finden. Ja, aber heute ist das besonders schwer, meine Hände ganz kalt sind, weil es draußen noch etwas kälter ist. Aber ich muss erstmal in die Strecke reinkommen. Erstmal die ganzen Tücken hier, ist eine lange Kurve. Immer viel rausholen. Bremse stark ja ein. Fädeln. Also nicht so stark. Einlenken, nicht einfädeln. So. Muss etwas stärker bremsen. Bis der ist. Gucken wir doch mal. Hier ist die Box geradeaus.
Gut zu wissen. Ganz kurz was einstellen. Steuerung. Na hier. Erweiterte Lenkrad-Einstellung. Nein. Steuerung ist nein. Eigentlich ist es ja nicht die Steuerung, sondern... Moment mal. Es ist nicht die Steuerung. Es sind die Tastaturbelegungen. Was war denn gleich nochmal hier Schaden? War das O? R? N? M? O? Nein. M? N? N war es auch nicht. B? I, P, Z, T, F, C. Ah, das war Perspektivenwechsel. So. X. Naja, das war Zeugspulen. Möchte gerne weiterfahren. Könnte ja gut sein, dass es regnet, ne? Y? Was könnte es dann sein? Q. Ha! Q ist es! Nee, Q! Nee, okay. Bild ab, das ist auch nicht, Ende. Das? Nee. Ah ja, es bringt mich schon dadurch nochmal. G. F. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Was wir herausholen können. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Gucken wir noch mal, was wir herausholen können. Minus 15.
Oh, gute Kurve. Ha! Sehr gut. 1,51. Eventuell. D. Das ist die andere Richtung. F. Ja, ist das T auch nicht. Was ist das für eine blöde Taste? Ist hier irgendwas? Nee. Jetzt habe ich auf Fett umgestellt. Nein. Ah. U ist weiter. 2. 4. Ist mal ernsthaft. Ü. L, K, J, H, G. Bremsen! H, G, F, C, ach Mann! V, B, N, M, Komma, und dann R drücken. Punkt. Bitte Strich. Ich find's nicht. Oh, das sind hier Horrorkurven. So, jetzt gucken wir noch mal an. Gibt's hier irgendwas? Ne, weiter zum Qualifying jetzt noch nicht. Fahrhilfen, Renneinstellungen, Steuerung anpassen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Steuerung anpassen. Steuerungsschemata. Ah, guckt's an. F1. Hier steht Q. Null. Nichts leichteres als das. Weiter. So. Nach der Kurve machen wir das mal. Null. Ja. Sehr gut. Aber ja, kann man was rausholen aus der Strecke. Da kann man definitiv was rausholen. Also ich spiele immer noch auf Mittel. 48. Dann mal sehen, ob das jetzt toppen. Wir haben jetzt auch schon die 4 Sekunden. Ja, 3. Jetzt nicht mehr. Immer noch Minus mehr, immer noch Minus mehr. Immer noch Minus. Ja, ja. Q.
Immer noch knappes Minus. Jetzt schaffen wir es aber. Hamilton. Jetzt erstmal hier aufpassen, wo hier was vor uns ist. Nebenbei kann man ja ein bisschen üben, wie es mit den Überholen auf sich hat. Ob man ja hier mal in den Kurven innen überholt oder doch lieber außen, was da besser ist, die bessere Strategie. Oh, ich bin unter 1,50. Du hast dich auf P3 vorgekämpft. Cool. Letztes Mal war P1. Jetzt ist P3. Das ist schon was Gutes. Aber ich habe leichte Reifenprobleme. Aber nur leicht. Im letzten Sektor sind wir noch nicht so gut. Das muss ich ändern. Ich bin geschlittert. Aber es zieht auf. Die Eigenkurven darf ich nicht so schneiden, das ist vielleicht doch ein bisschen besser, wenn ich auf der Ideallinie bleibe. Aber selbst hier komme ich schon ein bisschen raus. Aber auf den letzten Metern habe ich dann immer ein bisschen besser. Ja, ich komme schon langsam dahin, wo ich möchte. Alter, wie gut bin ich jetzt rausgekommen? Jetzt schon minus 2. Ist sogar rekordverdächtig, wenn ich jetzt nicht verbaue. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Alles klar, Chef. So weit rausgekommen hier.
Das können wir jetzt im letzten Gehobe auch noch ausbauen. Komm. Bau es aus. Jetzt geht's aber eher nach unten als nach oben. Finde ich nicht gut. Fast. 1,48,4. Na, gucken wir mal. Wir fahren das nächste Mal jetzt an die Box. Und machen mal ein paar Trainingseinheiten. Reifen schlittern mir zu sehr, viel zu sehr. Wenn ich hier mal kurz auf den Rasen komme, dann ist ja gleich die größte Parola-Welle. Pass auf. Ja. Vorher muss ich viel zeitiger anfangen. Viel zeitiger. Oh ja. Ich mach gar nichts. So, jetzt gehen wir mal ein paar Settings durch hier. Wenn ihr mal ein bisschen hinmachen würde, ich tue da rein was trinken. Oh, jetzt muss ich wieder so rumrascheln. Ich wollte das eigentlich vor der Aufnahme machen. Aber ich gönne mir jetzt was zu essen. So, ist er fertig? So, Trainingsprogramm, Strecken, machen wir gleich mal. In der fliegenden Runde. So, kurz mal warten, meine lieben Freunde. Ich schalte mal kurz mein Mikro auf stumm. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Das geht jetzt gleich los. Genau. Konzentrier dich zuerst darauf, den Scheitelpunkt zu treffen und bau dann Geschwindigkeit auf. Ja,
Hab noch gut bekommen. Alle, die sich jetzt fragen, was der Cedric hier ist. So nebenbei. Was? Ich esse Lebkuchen. Verdammt. Ach, verdammt. Hey! Nee, können wir überhaupt nicht. Vorne habe ich die Kurve ideal genommen. Ich kann kotzen. Was? Da war ich so langsam war. Natürlich. Da gib aber auch Gas. Letzte Runde, das ist die letzte Runde des Programms. Ich bin zu spät rausgekommen. Alter, wer wird stoppen? Ey, ich konnte nicht schneller. Ich konnte nicht schneller. Alter, was macht denn der Button? Ich musste da auch ein bisschen mit auf die anderen gucken. Scheiße. Eine Sturmfront. Aber es klart doch auf eher. Habe ich das Gefühl. Ah.
erreicht. Komm zurück und sieh dir die Daten mal an. Okay. Wenn wir Zeit haben, führen wir das Programm nochmal aus. Zweite Runde schaffe ich nicht mehr. Aber das Qualifying hänge ich jetzt gleich hinten dran. Oder mache ich ein extra Video? Weiß ich gar nicht, ihr werdet es dann jetzt sehen. Mauschau. Komm doch mal rein. So. Haben das jetzt getestet? Können wir das auch noch mal sehen, die Punkte. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Mhm. Scheitert. So ein bisschen rum hier. Reifenmanagement, das Reifenmanagement. Es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Ja, wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Ja. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Das dritte freie Training. Nee. Das sind ja eigentlich zweimal 45 Minuten, einmal 60 Minuten Training. Das möchte ich nur mal ganz kurz anmerken. Das würde ich hier niemals machen. Das Reifenmanagement ist ein wichtiger Bestandteil der Formel 1, da es nicht genügt, schnelle Rundenzeiten zu fahren. Ebenso musst du wissen, wie dein Fahrstil die Lebensdauer deiner Reifen beeinflusst. Während des Reifenmanagement-Tests kannst du den Reifenverschleiß minimieren, indem du so sanft wie möglich lenkst, beschleunigst und bremst. Geht da super mit den Pfeiltasten, mit Pfeiltasten eigentlich schon mit WASD hier, mit Tastatur, so. Kannst die Lebensdauer der Reifen auch erhöhen, indem du vom Gaspedal runtergehst und mit hoher Geschwindigkeit und starker Bodenhaftung im Leerlauf durch Kurven fährst. Ja, mache ich ja auch teilweise schon. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 48,7. Hört sich da auch gut an. So,
mir zu den 10 noch mal ein bisschen rumgucken. Gucken wir noch mal kurz ins Setup. Genau, die orangen Reifen sind die harten Reifen. Dann gibt es noch grün, das sind Intermediates für zum Regen übergehend, und die Regenreifen sind die blauen. Sind ja noch nicht angezeigt. Wir werden jetzt gucken, dass wir zum Qualifying gehen. Zum Qualifying. Da steht's. Okay. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge, genau, am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Hamilton, Bottas und Felipe Massa. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. So, hier gibt es jetzt noch ein paar Informationen, glaube ich. Oder sehen wir uns dann schon in der nächsten Folge? Ich glaube, jetzt kommen noch ein paar Informationen, weil die habe ich letztes Mal, letztes Mal noch nicht mit reingeschnitten. Das will ich natürlich jetzt machen. So. Genau. Ja. So, jetzt bin ich hier. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es, was heißt morgen? Wir sehen uns heute Abend wieder. Heute Abend. Wenn es wieder heißt Formel 1, das Qualifying, und ich sage bis später, meine lieben Freunde. Vergesst nicht, morgen das Rennen zu schauen. Ciao, ciao!